Ja, hallo Henning Adler, nach meiner unmaßgeblichen Meinung einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste Kommunalpolitiker der Linken in Westdeutschland, schon zu PDS-Zeiten zweistellig. Jemand, der es auch versteht, große Themen auf die kommunale Ebene, wie man so etwas holprig sagt, runterzubrechen und dann auch den Leuten anschaulich zu machen. Ein großes Talent, wenn man die Sonne im Wassertropfen widerspiegelt, um es mal mit Shakespeare zu sagen, oder mit Frank Sinatra: If you can do it here, you can do it everywhere. Nein, du musst den Lob, das Lob schon ertragen. Und die Frage an dich: Du hast gerade einen Aufsatz geschrieben, wie eine neue Wagenknechtpartei aussehen, heißen könnte. Vielleicht erklärst du noch mal, was dich, der ja ursprünglich sehr dagegen war, dazu bewogen hat, sowas zu schreiben. Das Problem ist, dass die gegenwärtige Parteiführung einen Teil der Partei in eine Position hineinschiebt, in der sie sich ganz gar nicht anders verhalten kann, als eine neue Partei zu gründen. Von daher ist liegt die Verantwortung für eine Spaltung der Partei bei der gegenwärtigen Parteiführung. Das ist leider so. Jedenfalls kann man das nicht anders sagen, wenn also Sarah Wagenknecht, die bekannteste und beliebteste Politikerin der Linken, aus der eigenen Partei gedrängt wird und aufgefordert wird, das Bundestagsmandat abzugeben. Was ist das für ein Irrsinn? So, das ist aber nicht nur diese Person, die da angegriffen wird, sondern es geht ja auch um einen ganzen politischen Richtungsstreit. Und ich sehe in der gegenwärtigen Politik der Parteiführung vor allen Dingen einen ganz großen methodischen Fehler, Politik zu machen. Also, sie gehen nämlich von abstrakten moralischen Positionen aus, die sie dann auf Politik runterbrechen wollen. Ohne die politische Analyse, ich würde sagen als Marxist, der gesellschaftlichen Verhältnisse überhaupt in Betracht zu ziehen. Um das am Beispiel deutlich zu machen, da wird auf der einen Seite von der Mehrheit der Partei gefordert, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen, und auf der anderen Seite wird gefordert, offene Grenzen für alle Menschen. Wie soll das zusammen funktionieren? Das ist völlig absurd und völlig realitätsfern. Und das spüren natürlich auch Wählerinnen und Wähler. Die wissen auch, welche Nummer, ernstzunehmende Forschung Forderung erheben und welche nicht. Henning, nur ganz kurz, um das nochmal den Zuschauern zu erklären: Warum ist es irreal, offene Grenzen für alle mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu kombinieren? Ja, weil dann alle Menschen der Welt nach Deutschland kommen könnten und könnten hier das bedingungslose Grundeinkommen beanspruchen. Wer soll das bezahlen? Ist doch völlig absurd. Ist doch völlig absurd, so eine Vorstellung. Das heißt, nicht nur diejenigen Menschen, die Flüchtlinge sind und für die natürlich Schutz gewährt werden muss, nicht nur Menschen in Not, sondern eben jeder. So ist ja die Programmatik. Und das heißt ja auch, die offenen Grenzen für Arbeitsmigranten, von Menschen, die eigentlich nur nach Deutschland kommen wollen, um hier mehr Geld zu verdienen. Und dann sollen sie auch noch nach Deutschland kommen, um hier ein bedingungsloses Grundeinkommen in Anspruch zu nehmen. Wie soll das funktionieren? Das ist doch völlig jenseits irgendeiner realen Welt. Es gibt kein Land auf der Erde, das offene Grenzen für alle hat. Ich glaube, es gibt ein Land in Südamerika, das ist eine Ausnahme, weil dieses Land darunter leidet, dass alle Menschen dort wegen der bitteren Armut fliehen, und dadurch sind sie froh, wenn, ich glaube, es war Ecuador, sind sie froh, wenn jemand kommt. Ne? Aber sonst gibt es kein Land, das so etwas garantieren kann. Dann kommt da noch der Ukraine-Krieg in die Ja, Position des natürlich, das ist auch eine Parteivorstands. völlig absurde. Gegenwärtig erleben wir das, was wir schon seit mindestens einem halben Jahr erleben. Es wird an beiden Seiten nur gestorben, es wird nur geschossen. Es gibt keinen nennenswerten Geländegewinn, auch nur einer Partei. Und in diesen Krieg noch Öl hineinzugießen mit Waffenlieferungen, ist einfach unverantwortlich. Und das will ja offenbar ein Teil der Partei, die Ukraine weiter mit Waffenlieferungen unterstützt und damit den Krieg verlängern. Statt auf einen sofortigen Waffenstillstand zu drängen mit Verhandlungen und natürlich auch mit Kompromissbereitschaft. Die kann ich bei Herrn Zelensky überhaupt nicht erkennen. Deshalb erübrigt sich die Frage, ob Putin kompromissbereit ist, weil ja schon Zelensky es nicht ist und auch das immer wieder deutlich macht. In der Ukraine ist es verboten, Verhandlungen mit Russland zu fordern. Wer das tut, macht sich strafbar. So verhärtet sind die Positionen. Und da kann man nicht diese Position
diese Richtung auch noch unterstützen wollen. Das halte ich für unverantwortlich. Und das scheint ja offenbar auch Carola Rakete in einem Interview gemacht zu haben. Und deshalb ist das wirklich, ich meine, Hochachtung für Carola Rakete in jeder Hinsicht, für das, was sie als Kapitänin auf dem Schiff gemacht hat. Aber als Spitzenkandidatin einer linken Partei, ehrlich gesagt, nee. Jetzt kommt es möglicherweise bei der Europawahl zu einem Antritt einer neuen Kraft mit dem assoziierten Namen Wagenknecht. Was wäre denn dein Vorschlag A für Namen und B für die Themenschwerpunkte? Naja, ich denke schon, dass man gewisse Themenschwerpunkte aufgreifen muss, wie Klimaschutz, aber auf ganz andere Weise, als es gegenwärtig zum Beispiel die Grünen oder auch Teile der Partei machen. Wenn der Klimawandel ein den ganzen Erdball umfassendes Problem ist, dann bedeutet das doch auch, dass man das flächenmäßig größte Land der Erde und das bevölkerungsreichste Land der Erde, also Russland und China, nicht ausblenden kann aus der Lösung dieses Klimaproblems, sondern man muss auf internationale Zusammenarbeit setzen und diese Länder nicht länger mit Wirtschaftssanktionen und Handelsbeschränkungen etc. immer nur zu drangsalieren versuchen. Man muss gemeinsame Lösungen finden. Davon sehe ich nichts in der gegenwärtigen Politik. Es geht genau in die falsche Richtung und damit wird auch dem Klima unglaublicher Schaden zugefügt. Man muss ja überlegen, was allein ein Leopard-Panzer an CO2 ausstößt, mal abgesehen von der Munition, die er verschießt. Ne? Also ich denke mal, Klimaschutz ist ein wichtiges Anliegen, aber es sollte ganz anders angegangen werden. Man muss auch die Konzerne in die Pflicht nehmen. Man muss auch deutlich machen, dass man Klimaschutz nicht zulasten der sogenannten kleinen Leute machen kann, der abhängig Beschäftigten, der Erwerbslosen, der Rentner. Wenn die das Gefühl haben, dass sie bei Klimaschutzmaßnahmen es an ihr Portemonnaie geht und sie darunter leiden müssen für den Klimaschutz, dann werden sie sich irgendwann dagegen stellen. Und dann werden die Klimaschutzprobleme nicht gelöst werden können. So einfach ist das. Wir haben ein paar Soundprobleme. Ich sitze hier in Italien am Lago Maggiore, wo ich seit 35 Jahren meinen zweiten Wohnsitz habe. Und Henning sitzt in Oldenburg, wo sich das Wetter bis heute noch nicht den grünen Parteitagsbeschlüssen gefügt hat und so richtig überhitzig geworden ist, sondern eher was zum Frösteln, zum Fremdfrösteln. Der Ton ist jetzt noch nicht optimal. Dennoch kann man, glaube ich, uns verstehen, und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Henning, was wäre dein optionierter Name für eine neue Kraft? Ich habe da über verschiedene Namen nachgedacht. Sozialistische Partei oder Sozialistische Volkspartei. Aber verschiedene sagen auch, das sei doch, der Begriff sozialistisch sei mit vielen negativen Assoziationen verbunden. Und da habe ich mir überlegt, könnte man ja sagen, demokratische Offensive, Kurzname DO oder Englisch DO, also to do, mit anderen Worten tu etwas, das hätte auch sozusagen den Charme einer doppelten Bedeutung, aber das ist jetzt erstmal nur so ein Vorschlag, den man ja vielleicht mal diskutieren kann. Wichtig wäre, dass diese Partei sich eben auch um die Interessen derjenigen, der abhängig Beschäftigten, der Rentner, der Studierenden, der Alleinstehenden, Frauen und Mütter kümmert und diese in den Mittelpunkt ihrer Politik rückt und nicht so abgehobenes Zeug macht, was wir gegenwärtig zum Beispiel auch von den Grünen erleben. Und da muss man sich, glaube ich, viel stärker von abgrenzen, als das gegenwärtig die Parteiführung der Linken tut. Vielleicht vorletzte Frage. Du bist ja parteitaktisch, instrumentell sehr erfahren. Du bist Jurist, du kennst dich in Verwaltungsfragen aus, nicht nur in der Kommune. Was kann man tun, damit nicht eine solche Partei nach einem möglicherweise Anfangserfolg bei der Europawahl überrannt wird von lauter Leuten, die schon 3 Parteien und 4 Psychiater verschlissen haben, die also irgendwie auch dann ihr persönliches Glücksrittertum oder ihre Komplexe in einer solchen neuen Partei ausleben, was dann in der Vergangenheit besonders in linken Parteien, wo ja die
Strenge immer etwas zurückgenommen wird, wo man auch ein bisschen weicher mit Leuten umgeht, die sich dann also besonders dort angezogen fühlen, besonders in einer linken Partei nicht wieder die Fehler zu machen, wie sie Vorgängerparteien gemacht haben. Ja, nach dem gegenwärtigen Parteienrecht ist die Hürde für Parteiausschlüsse sehr hoch. Das gilt für alle Parteien. Das muss man wissen. Aber eine Partei hat auch das Recht, sozusagen seine eigene Identität zu wahren und nicht durch andere Kräfte unterwandert zu werden, die dann von innen heraus auf einmal eine ganz andere Partei daraus machen. So, und um dieses Spannungsfeld zu lösen, kann man zum Beispiel das Aufnahmeverfahren so regulieren, wie das auch in vielen Vereinssatzungen geregelt ist, dass die Aufnahme durch den zuständigen Vorstand bestätigt werden muss. Der dann eben genauer hinschaut, wer da Mitglied der Partei wird, damit eben nicht alle möglichen Spinner, die du eben genannt hast, auf einmal die Partei eintreten oder vielleicht sogar lokal Mehrheiten bilden und dergleichen. Das kann man satzungsmäßig regeln. Solange die Partei nur eine Bundespartei ist, wäre das der Bundesvorstand, der zustimmen muss. Sobald es einen Landesverband gibt, würde der zuständige Landesverband über die Aufnahme entscheiden, der Vorstand eben, und sobald es Kreisverbände gibt, wäre es der Kreisvorstand, der die Aufnahme bestätigen müsste. Auf diese Weise ist ein gewisser Filter eingerichtet, der eben verhindern kann, dass Leute in die Partei kommen, die man nicht haben will. Du kannst jetzt gerne mir als deinem alten Freund ungeschminkt Paranoia vorwerfen, wenn ich Folgendes sage, vielleicht ist meine These überzogen, meine Erfahrung in 33 Jahren SPD und jetzt in doch auch über zwei Jahrzehnten Linke und PDS ist, dass auch Geheimdienste in den besonders in linken Parteien gerne mitspielen, wenn auch etwas nervlich belastete Menschen unterwegs sind, wenn da Konflikte entstehen und die auch ursächlich an solchen Konflikten arbeiten. Hättest du eine solche Arbeitshypothese für völlig irreal oder hast du auch sowas schon mal erlebt? Ja, das ist eine schwierige Frage. Das weiß man ja nie so genau. Die Leute tragen ja nicht ein Schild um sich, dass sie vom CIA sind oder irgend sowas. Also ich kann mit dieser Hypothese nicht viel anfangen, weil ich nicht wüsste, was daraus folgt. Ob jetzt jemand ein CIA-Agent ist oder ein durchgedrehter Spinner, ist ja letztlich auch unterm Strich egal. Es sind jedenfalls beides Leute, die man nicht haben will. Gut. Also ich habe halt, sagen wir mal, in der Verfolgung bestimmter linker Kräfte, übrigens auch früher bei Sarah Wagenknecht, oft die Handschrift auch geheimdienstlicher Leute, jetzt nicht CIA, sondern Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz, erlebt. Und ich glaube auch, dass du warst ja auch mal in der Partei, die vom Berufsverbot betroffen war, dass da auch Geheimdienste nicht ganz unerheblich mitgewirkt haben, wenn Leute nicht Lehrer werden konnten oder nicht Beamte. Aber die Hysterie vor Geheimdiensten hat der Partei, der ich damals angehörte, das war die DKP, auch Schaden zugefügt. Ne? Dann war man ängstlich, man hat Leute verdächtigt, für den Verfassungsschutz zu arbeiten, die es tatsächlich nicht getan haben. Das ist die Kehrseite, die muss man immer mitbedenken. Also man darf sich da auch nicht vor verrückt machen lassen. Allerletzte Frage. Sagen wir mal, wir hätten vier Punkte. Sozialstaat wieder erstarken lassen, Mittelstand retten vor dem Abstieg. Im Moment wird ja sehr viel über Habecks Wirtschaftspolitik diskutiert. Abrüstung und Meinungsfreiheit, auch was Fragen von Corona und von Ukraine-Krieg und anderen Fragen anbetrifft. Sollte man zur Europawahl viel mehr auf den Zettel schreiben oder reicht es, wenn man mal mit wenigen Punkten antritt? Ja, das wäre in der Tat ein bisschen zu wenig. Da müsste man schon ein bisschen mehr sagen zur Wirtschaftspolitik zum Beispiel. Man müsste was sagen zu Ostdeutschland, ne? Auf jeden Fall. Gegenwärtig läuft es ja so, dass Investitionen in Ostdeutschland getätigt werden von Konzernen. Das heißt, der Staat bezahlt Aktionären letztlich ihr Einkommen, statt zu sagen, jetzt müssen wir mal mehr mit der öffentlichen Hand operieren, öffentliche Investitionen schaffen, dauerhaft Arbeitsplätze, die nicht in ihrer ganzen Wirtschaftsstrategie vom Profitdenken bestimmt sind. Also ich denke, man müsste die ganze Wirtschaftspolitik ändern. Preispolitik, zum Beispiel gab es ja mal den Vorstoß der Linken, zumindest bei den Mieten preisregulierende Maßnahmen zu ergreifen, ist ja völlig richtig. In Berlin hat es ja eine Zeit lang
sogar funktioniert. Aber man müsste auch preisregulierende Vorschriften bei Lebensmittelpreisen einführen, eben bestimmte Grenzen setzen, damit nicht immer mehr Menschen an der Krise profitieren und können zulasten der arbeitenden Bevölkerung. Also starke Eingriffe in die Wirtschaft ist meiner Ansicht nach unverzichtbar. Wirtschaftsdemokratie, das gehört dazu, dass man auch den demokratischen Bereich auch auf die Wirtschaft ausdehnt und wirksame Mitbestimmung, wie zum Beispiel nach der Montan-Mitbestimmung in der Wirtschaft einführt. Henning Adler, einer der erfolgreichsten Kommunalpolitiker der Linken in Westdeutschland, Ratsherr in Oldenburg, lange auch maßgeblich an der Landespolitik der Linken, als wir noch in Niedersachsen erfolgreich operiert haben, im Landtag waren, beteiligt, Landtagsabgeordneter gewesen und Fraktionsvorsitzender, wenn ich mich richtig erinnere, also einer, der das mit Lebenserfahrung untermauern kann, was er hier gesagt hat. Herzlichen Dank, Henning, nach Oldenburg und mit dem Wunsch, dass es jetzt zu einem Kompromiss zwischen den grünen Parteitagsbeschlüssen und bisherigen Fröstelei im Wetter kommt, dass es auch bei euch dann etwas angenehmer wird. Meine Familie aus Mittelhessen sagt mir, dass sie zwischen 14 und 16 Grad haben. Wie viel sind es bei euch gerade? 20. Geht schon besser. Ja, das ist jetzt besser geworden. Gut. Ja. Okay, also alles Gute und herzlichen Dank für deine Stellungnahme. Und ja, tschüss. Wir sehen uns dann in der neuen Partei.